19. November Brandenburg an der Havel. Im Kulturkongresszentrum trafen sich mehr als 250 Ärzte, Pflegekräfte und Therapeuten zum KAI, dem Kongress für außerklinische Intensivpflege. Nach einem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr ging die Veranstaltungsreihe mit neuen Ideen und einem noch umfangreicheren Programm in die zweite Runde. Die außerklinische Intensivpflege entwickelt sich und ist dabei auf eine gute Zusammenarbeit aller Beteiligten angewiesen, denn das Thema gewinnt an Bedeutung. Das Thema ist enorm wichtig. Die Fallzahlen, und das sehen wir in den Referaten hier durch verschiedene Teilnehmer auch immer wieder deutlich dargestellt, nehmen ständig zu. Und wir müssen uns dem Thema der außerklinischen Intensivpflege auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels einfach annehmen, um auch zukünftig dafür zu sorgen, dass solche Patienten gut versorgt werden können. Der Kongress in Brandenburg an der Havel. Er bot auch in diesem Jahr die Möglichkeit, sich umfassend über neueste Erkenntnisse in der außerklinischen Intensivpflege zu informieren. Das Fachgebiet beschäftigt sich mit Menschen, bei denen lebenswichtige Funktionen ausgefallen sind und die nun außerhalb eines Krankenhauses versorgt werden müssen. Welche Rolle eine gesunde Lebensweise spielt, um nicht zu einem solchen Pflegefall zu werden, das weiß vor allem der wissenschaftliche Leiter des Kongresses. Man kann sich ruhig ein, zwei Laster gönnen, aber das Rauchen ist eigentlich das schrecklichste Laster. Weil es ist ganz, ganz schwierig für jemanden, mehrere Jahre lang, 4 oder 5 Jahre unter ständiger Atemnot zu leben. Sie können das gerne abends mal ausprobieren, sich die Nase zuhalten. Nach 10 Minuten finden Sie die Situation sehr, sehr ungeeignet so zum Weiterleben. Und wenn Sie das über mehrere Jahre haben, können Sie sich die Situation vorstellen, in der diese Patienten sind. Und deshalb setzt der Kongress auch in diesem Jahr einen klaren Schwerpunkt: die optimale Versorgung heimbeatmeter Patienten. Neben den Vorträgen vermittelten erstmalig auch praxisnahe Workshops neueste Erkenntnisse in der außerklinischen Intensivpflege. Durch praktische Erfahrungen konnten die Teilnehmer ihre theoretischen Kenntnisse vertiefen. Dieses Jahr echte Workshops. Das ist der Tatsache geschuldet, dass KAI immer auch etwas Praxisnahes vermitteln möchte. Also hier geht es in den Vorträgen nicht um irgendeine wie auch immer geartete Selbstdarstellung, sondern ich möchte, dass in den Referaten wie dann letztendlich auch in den Workshops die Teilnehmer etwas für ihre tägliche Arbeit mit nach Hause nehmen können. Wie wichtig und verantwortungsvoll diese tägliche Arbeit ist, das weiß vor allem der Initiator des Kongresses, die Jedermann-Gruppe mit Sitz in Brandenburg an der Havel. So kümmern sich die Mitarbeiter zum Beispiel in dieser Wohngemeinschaft in der Potsdamer Straße auch um Menschen mit eingeschränkten Organfunktionen, und zwar rund um die Uhr. Die Bedeutung dieser Versorgung steigt, denn längst handelt es sich nicht mehr nur um Einzelfälle. Die Versorgung dieser Patienten existiert ja erst seit 4 oder 5 oder 6 Jahren und die Anzahl nimmt also zu. Wir hatten im letzten Jahr in der Gesamtregion Berlin und Brandenburg etwa 260 Patienten, die einer solchen Versorgung bedurften. Ich begrüße Sie zu meinem kleinen Vortrag trotz ALS-Mobil. Auch auf dem Kongress kamen in diesem Jahr erstmalig Betroffene zu Wort. In einem bewegenden Vortrag berichtete Oliver Jünke darüber, wie es ihm gelingt, trotz einer motorischen Störung seines Nervensystems mobil zu bleiben. Technische Innovationen und ein verbessertes Know-how ermöglichen immer mehr Menschen das Leben. Veranstaltungen wie KAI stärken die Zusammenarbeit bei der außerklinischen Intensivpflege. Mit Erfolg. Und deshalb wird es auch im kommenden Jahr eine Fortsetzung geben.